Der soll sozusagen für sich selbst herausfinden, was sind die Big Five, also was sind die fünf größten Sachen, die in meinem Leben wichtig sind und die mir am meisten Freude bereiten, und soll danach halt auch sein Geschäftsfeld aussuchen. Es handelt sich mal wieder um ein Buch von John Strelecki, was da heißt The Big Five for Life. Und darum geht es halt auch, was im Leben wirklich zählt, ist ja bei ihm immer wieder so eine Phrase, die vorkommt. Aber in diesem Buch geht es darum, dass ein Padawan oder einer, der gerade mit seinem Business anfängt, einen gewissen Lehrer hat, der zwar schon so halb im Sterben liegt, aber inzwischen halt 14 Firmen aufgebaut hat und diese 14 Firmen so miteinander vernetzt hat, dass alle, die darin arbeiten, alle Mitarbeiter und alle Persönlichkeiten richtig gut miteinander funktionieren, richtig gut zusammenarbeiten und das halt nicht nur über Prozesse, nicht nur über, dass sie gut verdienen, sondern über dieses Thema The Big Five for Life. Und da beschreibt er halt, und das kommt in einer Art Geschichte so rüber, dass es recht spannend klingt. Da geht es halt darum, dass jeder Mitarbeiter, der in dieser Firma arbeitet oder in einem von diesen 14 Firmen arbeitet, mehr und mehr auf seine Big Five aufmerksam gemacht wird. Das heißt, er soll überlegen, was sind die fünf größten Dinge für ihn selbst? Und danach soll er sozusagen seine Arbeit ausrichten. Und das ist natürlich für eine kleine Firma nicht ganz leicht, das auch so umzusetzen für die eigenen Mitarbeiter. Aber wenn man so an Konzerne denkt, die über Mutterkonzerne und Tochterkonzerne miteinander verstrickt sind und arbeiten und dabei auch noch in verschiedenen Branchen tätig sind, ist das ein richtig geiles Konzept und könnte ein positives Zukunftsgeschäftsmodell sein, um auf der einen Seite noch lukrativer zu sein für die Manager und Verkäufer, auf der anderen Seite aber auch eine Art Familienspaß zu sein oder eine Art spaßiges Leben zu sein für die, die darin arbeiten. Denn jeder dieser Menschen, der in diesen 14 Firmen arbeitet, der soll sozusagen für sich selbst herausfinden, was sind die Big Five, also was sind die fünf größten Sachen, die in meinem Leben wichtig sind und die mir am meisten Freude bereiten, und soll danach halt auch sein Geschäftsfeld aussuchen. Und mir persönlich fällt es so ein bisschen schwer, das zu glauben, dass es so möglich ist, aber an sich als Inspiration für die Zukunft, für eine große Firma, ist das nicht schlecht. Und allein deswegen gibt's für dieses Büchlein, sind ungefähr so 150 Seiten, 200 Seiten waren es, glaube ich, The Big Five for Life von John Strelecki, eine klare, klare Empfehlung. Und wenn du da ein bisschen mehr zu haben willst, ein bisschen mehr dazu wissen willst, dann würde ich einfach mal sagen, klick unter dem Video auf den Link. Da kommst du zu meinem Blogbeitrag. Da habe ich nochmal eine Analyse gemacht zu diesem Buch. Habe nochmal ein paar Sachen auseinander genommen, dass du sozusagen, wenn du keinen Bock hast auf das Buch, kannst du in einer Minute sozusagen durchlesen, zusammengefasst, worum es da geht und was wirklich die wichtigen Punkte sind aus diesem Buch. Und wenn du dann sagst, jo, würde ich gerne holen, dann kannst du einfach auf den Link klicken und dir das Buch selbst holen von Amazon. Ich glaube, es kostet aktuell gerade nur 9,90 Euro oder 12 Euro und dir selbst durchlesen. Und ich habe auch auf dem Blogbeitrag alle oder weitere Bücher, die von John Strelecki auch sehr cool sind, mit verlinkt. Da kannst du dann gleich auch mal durchforsten. Weil viele, die auf John Strelecki und auf seine Bücher gestoßen sind einmal, die haben so gewissen Impuls bekommen, um ihr Leben zu verändern. Ich will jetzt nicht unbedingt sagen, dass es bei mir einen riesigen Impuls ausgelöst hat, aber ich konnte immer überall was mitnehmen, um vom Thema Business so ein bisschen zurückzutreten, um erstmal zu gucken, okay, was kann ich in meinem Leben noch verbessern? Und vor allen Dingen, wie kann ich mehr in Richtung Leidenschaft und weniger in Richtung einfach nur Abarbeiten gehen? Und gerade deswegen ist auch dieses Buch eine klare Empfehlung und geil, weil gerade in der jetzigen Zeit merke ich ganz oft, dass wir oftmals einen Schritt zurücktreten sollten, zurückgehen sollten, um zu gucken, macht mir das gerade Spaß oder mache ich es nur, um irgendwie Geld zu verdienen? Und klar, sind beide Sachen wichtig, aber diese Impulse sollte man auf jeden Fall mal mitnehmen. Von daher will ich dieses Video gar nicht viel länger machen, sondern wenn du darauf Bock hast,
wenn dich das so ein bisschen inspiriert hat, klick unter dem Video auf den Link, lese dir das mal durch und dann wünsche ich dir viel Spaß bei The Big Five for Your Life. Bis dann, dein Win-Win-Marketer Lars Bilawski. Ciao.